Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Graveyard Keeper. So, wir sind jetzt dabei, langsam hochwertigeres Zeug anzubauen und da sind wir jetzt auch gerade dabei an Saatgut pimpen und auch ein bisschen was am Produzieren. Da müssen wir jetzt aber kurz gucken, wie wir das machen, weil ich muss jetzt hier noch ein bisschen, wir haben ja jetzt die letzten Tage ein bisschen Saatgut, gerade was so Kürbiszeug angeht, gekauft und das brauchen wir jetzt auch. Es reicht noch nicht ganz, um das zu automatisieren, daher schauen wir mal. Genau, das dürfte eigentlich ganz gut sein. Dürfte jetzt alles haben, was wir brauchen. Genau. Die Zwiebelsaat nehme ich alles mit. Genauso wie die Kürbissaat. Mhm. Dürfte sogar noch genug übrig sein, damit wir ein bisschen damit experimentieren können. Ich glaube, dass wir Linsen nicht verkaufen können. Ich würde es jetzt aber trotzdem mal vorsichtshalber mit einpacken. Ja, dann kaufe ich das mir. Gut. Dann dürfte das alles soweit okay sein. Dann porte ich mich auch mal gleich wieder nach Hause. Mhm. Unser Marmor kommt an hier, das ist gut. Mhm. Dann schauen wir mal. Saatgut habe ich hier, glaube ich, immer eingeschlagert. 24 brauchen wir, 27 Hammer, gut. Von dem Silberkürbis, das tun wir immer hier anpflanzen. Silberkürbis, genau hier. Brauchen wir noch einen Zombie. Ich glaube, dich tue ich dafür. Dich tue ich dafür abstellen. Nehmen, komm schon. Ich nehm dich, du Zombie. komm schon. Jetzt hat. Gut, passt. Hier. Mhm. Sehr fein, dann kümmert er sich um das ganze Zeug hier. Dann tue ich mal das Saatgut für die Karotten hier hin. Tue hier auch schon mal den Silberkürbissaat. Na, ah, jetzt reicht's um einen nicht. Um einen! Ah, das ist ärgerlich. Okay, dann warte ich halt bis morgen. Ist der jetzt fertig? Was ist jetzt hier mit? Dude. Du kannst ruhig weiter Zwiebeln machen. Das ist kein großes Ding. Hier macht das mal unendlich. Hm. Können wir nämlich schon die nächste Kiste Zwiebeln verkaufen. Schön. Okay, hier ist nicht gelandet. Wo landen jetzt die Zwiebeln? Hier landen die Zwiebeln. Und da ist auch schon der Komrad. Mhm. Hat uns für uns weitere Sklaven. So, hier. Weiteres Backe Zwiebeln. Mhm. Können wir noch sonst irgendwas produzieren? Könnte ein paar Kisten Marmor verkaufen. Könnte ich machen. Aber erstmal werden jetzt neue Arbeiter gemacht. Mhm. Da ist er auch schon. Mal schauen, was er uns geliefert hat. Ob es minderwertige Ware ist. Weißt du, ich mag dich irgendwie. Du bist mein einziger Freund. Ja, das ist hier auch nicht ganz unwahrscheinlich, das hier. Du bist auch mein Freund. Unwahrscheinlich hier, dass du dich, wenn du dich hier versteckst, dass du keine anderen Freunde hast. Ich hoffe, dass du nie nach Hause findest. Irgendwie bist du auch ein Schädel wie ich. Aha. Ein neuer Typ gräbt uns aus. Und es wird viel besser sein, zusammen hier rumzusitzen. Klingt super, aber ich muss wirklich nach Hause. Ja, ist klar. Ein alter Schädel wie wird dich nicht träumen, wird doch noch träumen dürfen. Oh, wir sind Buddy mit, ja, nicht Mord. So ein bisschen böse, dass ich jeden immer noch Mord nenne. Aber gut, gucken wir mal. Verlassen 40. Bischbader. Ja, zwei haben uns nicht besonders viel zu sagen, kann das sein? Naja. Entfernen wir mal dein Blut und dein Fett. Und gucken mal, ob wir damit irgendwas Sinnvolles gewinnen können. Hm. So, zwei. Was, ich muss jetzt mal kurz wieder mein schlaues Cheat-Sheet mal rauskramen. Sekunde. Es dürfte jetzt gerade die Musik bei dir ausgehen. Bei euch hier, ne? So, papam. Genau. Ich
einer, der nur rot entfernt oder einen rot umwandelt. Das ist das Lila. Und da brauche ich Silber, Grün. Da brauche ich Balsamierflüssigkeiten. Das kriege ich mal kurz hin. Dann probieren wir mal ein bisschen Alchemie wieder zu machen. Erstmal gucken, habe ich das schon? Silberelixier. Habe ich schon. Ja, das ist das Richtige. Ein Silberelixier. Dann kann ich einen roten, einen weißen umwandeln. Und ein Goldelixier. Wie aufwendig wäre das zu machen? Das Old-Elixier ist, da kann ich mit Grünschleim punkten. Das geht einfach zu machen. Gold ist natürlich ein bisschen was mager. Also es ist natürlich doof, dass wir das jetzt brauchen. Grünes Destillat. Das kriegen wir aus Kürbis und Soja und Linsen. Also Sojalinsen. Also Linsen, glaube ich, im Allgemeinen. Soja ist das nicht. Ja. Nicht uninteressant. Also das goldene Zeug können wir auch relativ einfach machen. Da gibt es noch eine alternative Methode, wo mit giftigen Pilzen. Und das lila Destillat ist aus Schmetterlingen. Das geht auch noch. Gucken wir mal, haben wir das Zeug überhaupt da? Das kann ich eigentlich hier gucken. Goldpulver. Hab ich das da? Ich glaube, ich habe nur Silber hier. Lebenspulver, energetisches Pulver. Ne, Goldpulver habe ich nicht da. Gut, dann besorge ich mal schnell Goldpulver. Dann tue ich den mal gleich ein bisschen weiter pimpen. Könnte ich den auch einen Schädel rausnehmen. Ja. Oder aber meint, ein Schädel macht plus 1 rot, ne? Ja, irgendwas in der Richtung. Okay, Goldpulver. Dann nehmen wir mal ein paar Goldnuggets mit. Sagen wir mal so 11 Stück. Dann ist das nämlich nur ein Stack, der hier bleibt. Gut. Runter zur Alchemie. Unten liegen auch schon die zwei Kisten. Brauchen noch einen Zombie, der das gut macht. Fein, fein. So. Der bleibt da hängen. Warum bleibt der hängen? Hat er keine Tinte mehr? Oder irgendwas in der Richtung? Das könnte ich auch mal wieder loswerden. Ah, das Stacking-Zeug. Ah, hier ist das Wachs gewesen. Ich habe das ja schon. Ja. Warum kannst du nicht, mein Freund? Ist dir was ausgegangen? Ja, Papier. Krieg ich hin. Gib mir nur ein paar Momente. Genau. Gold. Gold. Habe ich noch nicht erforscht, daher kann ich das noch nicht machen. Gut, das mache ich dann gleich. Komm schon. Le Gold. Oh, das gibt auch Wissen. Nee. Interessant, interessant. Kann man Puder draus machen. Forschen wir mal von den Elixier ein bisschen was von dem Zombie-Elixier. Kann nicht zerfallen, aber wir kriegen ein paar Know-how-Punkte. Dann machen wir hier ein bisschen Goldpuder draus. Pudern wir das Ganze mal ein bisschen. Ui, gleich 3. Sehr schön. Legen wir hier mal ein bisschen Gold ab. Und dann gucken wir mal, kann ich jetzt machen? Also ich habe Goldpuder. Dann brauche ich dieses grüne Gesapsche. Ich glaube das hellgrüne, das Gesundheit ist das nicht. Das ist hellgrün, was ich brauche. Da muss ich Schleim rühren. Grünen Schleim, genau. Das dürfte es sein. Genau, die Ordnungslösung. Dann ist das der dritte? Ne, das ist der erste Punkt. Genau, hier Gold. Dann brauche ich die hellgrüne Lösung, die Ordnungslösung. Und dann brauche ich das dunkelgrüne Destillat. Ich habe ein hellgrünes Destillat. Das dunkelgrüne Destillat machen wir aus Kürbis. Habe ich Kürbis zu welcher Weise gerade im Inventar? Nein. Doch, habe ich. Aber ich habe noch nicht erforscht. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen Heresie, dass ich jetzt gerade einen meiner Silberkürbisse dafür verbrauche. Oder zwei. Ich brauche 24, glaube ich, brauchen wir für so eine Kiste. Dann, glaube ich, dürften das noch gehen. Gerade so. Ist auch ein bisschen Heresie, dass ich dafür meine Silberkürbisse verwende an sich. Also,
Gut, dann verkaufen wir mal die Silberkürbisse, die noch da sind. Ja, schon welche in Automatisierung. So. Schön, wie viel Eisen wir da bekommen, nur weil wir aufgestufte Sachen haben. 32. Ah, vertan. Das ist nicht cool. Naja, na gut, dann wären wir aber auch allgemein ziemlich oft gewesen. Also von der Tatsache her. Gut. Gut. Dann halt nicht. Gut, gut. Dann legen wir mal das Zeug hier ab. Da gewinnen wir jetzt gerade eh nichts draus. Für den Zombie, den ich jetzt hier da habe, müsste ich etwas rausnehmen. Und zwar nämlich einen Plus erzeugen, damit er nämlich schlechter wird, als er vorher war und auch vorher werden könnte. Ich würde den umwandeln. Ich könnte auch einfach den umwandeln. Entscheidungen über Entscheidungen. Sehr schön, da ist auch schon unser Destillat. So, nochmal. Goldpuder. Hellgrünes Puder. Hellgrünes Destillat. Also Flüssigkeit. Und dann das dunkelgrüne Destillat. Gucken wir mal. Gut, passt. Goldelixier. Das Goldelixier müssen wir dann umwandeln mit Glaswaren und Wasser. Habe ich beides da? Ich glaube, Glaswaren ja. Aber Wasser glaube ich nicht. Glaswaren habe ich jetzt noch nicht gesehen. Auch noch nicht. Okay, ich habe weder das eine noch das andere da. Gut, das soll mir auch recht sein. Ist auch irgendwie fraglich, warum ich den Wein nicht exportieren kann. Ne? Das möchte ich eigentlich meinen, ne? Gut, hier sind die beiden Zombies. Weil geht nicht, Hilfe. Wir wollen hier erfordert. Gut, dann hier das Wasser. Und mit 40 Wasser, jetzt brauche ich noch die Glaswaren. Da habe ich ja schon, weiß ich, vorgearbeitet. Genau. Und da kommt auch schon der Kombat und bringt uns das nächste. Der nächste Zombie. Mal schauen. Taugt der was? Schauen wir mal, sehen wir schon. Der ist eigentlich ziemlich am Arsch. Aber der könnte genauso gut das Goldelixier vertragen. So. Jupp, der könnte ein Goldelixier vertragen. Den nehmen wir auch gleich dann dafür her. So. Dann schauen wir mal. Wo bauen wir das? Ich glaube, das muss an dem Alchemietisch oder beziehungsweise an den Kirchenkellertisch da. Dingenskirchensystem hier. Den Kirchenarbeitstisch. Genau. Gemacht werden. Da hier, genau. Eine Balsamierflüssigkeit. Kann ich nur nicht machen? Ernsthaft? Habe ich die nicht geforscht? Nicht essen. Hat nichts mit Essen zu tun. Tatsache. Gut, dann hier. Balsamierflüssigkeiten. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. So. Goldelixier. Wiederherstellungsinjektion. Goldelixier. Wasser und Glaswaren. Das war eigentlich hier so, was an meinem Zettelchen steht. Kann ich irgendwie nicht machen. Kleberinjektion. Konservierflüssigkeit. Mal gucken. Was genau ist das hier? Ist das ein lila Elixier? Das heißt Goldelixier. Dunkle Injektion. Hier. Das ist die Goldinjektion. Hier. Da ist er ja. Ich schaue schon wie so ein Blöder. Kann ich aber mehrere machen? Nee, ich mache erstmal nur eine. Also vier Stück insgesamt. Gut, dann lege ich mal die Glaswaren hier ab. Und auch das Wasser. Genauso wie das Fett und das Blut. Die Zutaten und das Pulverzeug hier, das lasse ich mal hier drin. Ah, kein Platz wieder. Fünfmal. Auch mehr Regale. So ein Scheiß. Naja, gut. Soll mir auch recht sein. Dann
Hier, das hier kann weg, kann hier rein, das kann... Ich hab mir wieder keinen Platz. Inventarmanagement over 9000. Na, es geht wirklich nicht, ich hab keinen Platz für so einen Scheiß. Warum hat die Kirche keinen... Oh, ich hab hier, das sind zwei Sachen, die falsch eingeordnet sind. Inventarmanagement, meine Guten. Inventarmanagement. Warum können die Zombies das nicht tun? Wir haben so viele Bronzegeschichten, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Gut. Wir haben auf jeden Fall ein paar Goldinjektionen, das soll mir gerade recht sein. Nehmen wir die Leiche hier mal. Machen eine Goldinjektion rein. Genau, minus zwei Rote und dann können wir anfertigen. So, dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas gewinnen können. Wir könnten die Leiche umarbeiten. Machen wir mal. Goldinjektion. Anfertigen. Ich könnte die jetzt noch so viel weiter aufpimpen. Ich könnte jetzt dem noch den Schädel abnehmen. Und könnte denen dann eine Silberinjektion geben. Injektion, ja. Eine Silberinjektion geben. Dann dürfte der deutlich, deutlich, deutlich besser sein. Aber gut. Immer wieder nachgucken, ne? Man muss immer pimpen. Es sind jetzt Zombies, also Arbeiter-Zombies. Kann ich hier noch was machen? Ich könnte den hier, also den hier noch ein bisschen pimpen und den kann ich hier tatsächlich noch präparieren. Da könnte ich nämlich jetzt was machen. Ich brauche gerade Schädel und ein Schädel erzeugt minus, also erzeugt plus einen roten. Gut. Habe ich schon mal einen Schädel dazu bekommen. Dann dürfte das kein Problem sein hier bezüglich. Hier könnte ich auch den Schädel entfernen und könnte da sogar noch Gewinn draus machen. Wie gesagt, ich brauche gerade einen ziemlichen Haufen Schädel. So, dann lage ich das mal echt ein. Wie weit sind die? Einbalsamiert. Gut. Ah, ich kann immer nur eins machen auf einmal. Okay, interessant. Dann wird das jetzt ein Arbeiter-Zombie. Das war ein ziemlich guter. Wie viel Prozent hat der eigentlich? Kann ich das sehen? Kann ich die hier einlagern, das mir irgendwie angucken? Tatsächlich, 20%. Woo! Ich glaube, den tue ich erstmal an meinem Kürbislager hin. Sobald er die erste Fuhre Kürbis raus ist. Oder ich gebe den 9. Jetzt sind es natürlich Fragen, die ich habe, ne? Sollte ich das jetzt noch warten? Wo setze ich den jetzt am intelligentesten ein? Ich brauche auf jeden Fall einen Billo, der halt wirklich nicht viel hat, um das Zeug von A nach B zu schleppen. Dann bräuchte ich aber bei den Produzierern eigentlich immer relativ viel von der Qualität der Zombies. Also was, ich lasse den jetzt erstmal hier eine Weile liegen und schauen wir das erstmal an. Oh, die sind fertig. Sehr schön. Ich habe sogar ein paar Goldzwiebelsaat. Gut. Tue ich die Goldzwiebelsaat mal gleich weg. Wie viel brauche ich eigentlich für die Goldzwiebelsaat? Goldzwiebeln. Ja, kann ich hier nicht angucken. Bruder. Das bricht sich ab. Geil. Ich hatte jetzt eigentlich nur die Angst gehabt, dass das abbricht und ich wollte das jetzt nicht riskieren. Fertigen. Goldzwiebeln. Brauche ich 24. Das wird also noch eine ganze Weile dauern. Der ist... Was hat der eigentlich für eine Qualität? Kann ich das nachgucken? Eine 15er. Das ist ein 15er. Komm schon. Will ich nehmen. Das ist ein 12er. Ich kann ich hier auf jeden Fall mal ablegen. Das ist eine bessere Arbeitskraft. Dich lagere ich erstmal nur zum Schleppen ab. Die ganzen Billo-Zombies. So, hier. Ich schlepp das Zeug mal von A nach B. Ich glaube, der ist auch ein bisschen überqualifiziert für den Scheiß. Aber gut. Wenn ein Zombie überqualifiziert ist für einen Job. Ah, geil.
Oh Mann. Das ist auch eine geile Aussage vom Spiel. Oh Mann. Es gibt Arbeiten, die selbst für selbst Zombies zu gut sind. Ja, das ist die Sache halt mit Automatisierung, ne? Man braucht nicht wirklich wichtige Leute, das zu tun. Ja. Gesellschaft und so weiter. Kritik. Mhm. Ah, hier können wir wieder ein paar Zwiebeln verkaufen. Sehr schön. Mhm. Gibt's wieder Backel-Zwiebeln? Oder? Ne, 44. Warum brauche ich jetzt plötzlich mehrere? What? What? Ist nicht Standard? Das ist absolut nicht Standard. Naja. Ich war der Meinung, wir brauchen weniger. Aber gut. Falsch einsortiert noch. So. Hier kommt so Kleinkrusch rein und hier kommt das fertige Gut rein. Gut, Silberzwiebeln. Die könnte ich jetzt hier nochmal anpflanzen. In der Hoffnung, mehr Goldsachen rauszubekommen. Moment, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die danach hinterwischt habe. Genau. Hier. Gut, dann hätte ich da schon mal einen Qualitätsboost. Kann ich sonst noch irgendetwas pimpen bei dem? Ich bräuchte ja eigentlich nochmal Silberkürbisse. Die könnte ich mir morgen besorgen. Und da ist auch schon der Comrades. Gut, dann gehe ich morgen, also in-game morgen, für euch wahrscheinlich auch übermorgen, für euch übermorgen wahrscheinlich, weil jetzt ist der Part fast zu Ende. Gehe ich mal zum Bauern und schau mal, ob ich da was gewinnen kann. Oh, die Leiche ist ziemlicher Shit. Das ist so eine typische Billo-Leiche. Die kann man noch nicht einmal... Selbst wenn die gepimpt ist von uns, ist die zu nichts wert. Naja. Gut, gut. Dann werde ich einfach mal so machen, dass ich hier ins Pennen gehe und euch den Part beende. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten. Fertigott.